Hallo, werte Patienten, und herzlich willkommen zu einer Verfolgungsjagd in Saints Row. Wir haben hier immer noch eine Menge Feinde hinter uns, oder momentan mehr vor uns. Oh, da bist du ja. Hi! Ich bin etwas von der Straße abgekommen, als ich versucht habe, die Aufnahme zu beenden. Hi! Achso, ich warte mal kurz auf dich, wa? Das wäre sehr liebenswürdig. Ich könnte auch kurz aussteigen, aber das wäre unangenehm. Sehr gut. Wie du jetzt hier durchgesprungen bist, weiß ich zwar nicht, ohne mir den Kopf einzuschlagen. Das wollen wir doch nicht wirklich hinterfragen, oder? Ich schaue gerade eben nicht, wo ich hinfahre. Ich musste nämlich gerade kurz die Zeit einstellen. Geh auf! Geh auf! Geh auf! Öffne die Tür! Wo ist der scheiß Helikopter? Sehr Oh gut! nein! Au, nicht über mich drüber! Oh, Polizei! Oh! Das sah schmerzhaft aus, aber auch nur ganz kurz. Sell your energy drink in the slammer. Wo ist eigentlich der scheiß Helikopter? Oha! Vielleicht sollten wir einfach mal reingehen. Das klingt nach einem guten Plan. Oh mein Puh. Gott. So, ich will jetzt Geld und dann nochmal zurückfahren. Oh, Papa, wir brauchen neue Schuhe. Alles klar, ich war ja auch noch nicht fertig. Ich wurde ja so. Ach genau, 6.000 Bargeld. Jetzt im Nachhinein. Ich hätte das vorher viel eher gebraucht. Ich wurde hier gerade rüde und wir wurden hier rüde unterbrochen. Also, ehe wir jetzt zum Auftrag gehen, suchen wir uns jetzt sozusagen. Was habe ich Oh, hier nett. eigentlich? Nett, nett. Ich brauche auch noch eine Mir Brille. ja. Und Schuhe und Hosen. Ich brauche noch alles, komm mit. Gibt's ja Oh, wohl warte mal, nicht. ich habe einen Granatenwerfer. Was hast du? Das kommt davon, wenn man alle DLCs hat. Ich habe einen Wagen für uns. Ach nein, doch nicht. Oh, doch. Ich nehme mal nicht die verrückte Waffe, die den Gegner dazu bringt, sich gegenseitig umzuschießen. Warte mal, ich bin ganz kurz beschäftigt. Was machst du schon wieder? Warum will ich nicht mal 5 Minuten alleine lassen? So. Ich bin soweit. Gut, dass du dich für ein unauffälliges Fahrzeug entschieden hast. Das warte ich auch. Warte, ich muss kurz gucken auf der Karte. Da hat übrigens, da gibt es ein Tattoo-Shop, wie es aussieht. Soll ich da auch mal ranfahren? Ja, klar, wir können Also, das ich ein weiß nicht, bisschen. also ich brauche keine. Meine reine zarte Haut braucht so etwas nicht. Ah, doch, ich würde von meinen schon gerne eins haben. Hey, was machen die denn da vorne? Lass mich mal durch. Danke. Das Ding hat eine tolle Kurvenlage. Das läuft alles sehr gut, muss ich sagen. Also, ich kann hier alles am Fahren, wie man sieht. Zumindest kommt man an. Saints always win. Beat them all down. Ich wollte eigentlich die Typen da mitnehmen, aber das hat nicht ganz geklappt. Ja, mach das. So, hier, komm. Ah. Na. Warte, warte, ich muss das noch einparken. So. Perfekt. Vorsicht, wir könnten das Ding kaufen. Für nur 5.000. Dann hätte ich immer noch 1.000 zum. Warte mal, da ich mir aber mit Klamotten ein bisschen näher dran bin. Jetzt habe ich Steht denn das mein. Ding schon gekauft. Nein. Ich kann es aber auch nochmal kaufen, offensichtlich. Naja, jeder muss hier selber für sich kaufen. So, jetzt aber, Kinder. Papa braucht neue Schuhe. Oh, das ist meine Unter. Lass den Chris mal shoppen gehen. Wir nehmen die hier. Dein Papa braucht neue Schuhe. Altherren-Mokassins, Okay, zurück. Anzugsschuhe. Ja, haben wir hier irgendwie. Bin allerdings tatsächlich soweit tatsächlich fertig. Ich brauche gar Ja, nichts mehr. du wieder. Das war so klar. Ja, ich bin halt. Dann warte ich mal draußen auf dich. Ja. Jeder Aber du willst Schuh. doch. Du willst ja gar kein Tattoo, ne? Nee, ich will kein Tattoo. Wenn du Dann hole ich möchtest, mir kannst du schon Richtung Dann Tattoo-Studio einfach schon latschen. mal zum Tattoo Ich glaube, ich latschen vor nehme allen Dingen. die Diva-Absätze. Nein. Ah, da. Wolltest du Nee, hier die vorst in die Anzugsschuhe Ecke? machen 72. Ich glaube, ich nehme die Herren Modelschuhe für 207. In der Farbe, wie sie sind. Brauch neue. So gut. Ich kann auch nackt rumlaufen, ja? Doch kann ich. Ja, aber Doch kann ich. Konnte ich denn den gerade verfehlen?
Wurstpelle. Ich war mir ganz sicher, ich hätte genau auf seinen Kopf gezielt. Na gut. Aber ich dann wohl doch nicht. 81, Hose im europäischen Stil. Das glaube ich nicht, dass das der europäische Stil ist. Irgendwer schießt hier auf mich. Oh, sorry. Nein, ich bin's nicht. Nein, das sind die Typen in Blau. 81. Naja, jetzt sind sie tot. Oh, wir haben übrigens wieder einen Polizisten. Der Rock kostet 630 und plus 70 Respekt. Seid ihr doof? Hilzhose kostet auch ziemlich viel, viel Respekt. Oh, ich nehme die High Society Anzugshose. In. Wie viele von den blauen Typen laufen denn hier noch rum, Mensch? Ah, das ist ein Polizist. Ups. In dem Schwarz, ja. Und würde gerne mein Oberkörper, mein Mantel mit ein bisschen dunkler. Das ist mir ein Tick zu hell. Ja, wir sind hier bei der Modeberatung. Eher als wie gerade woanders. Das was finde ich aber. Der sollte schwarz sein, ne? Die Zweitfarbe sollte ein Tick. Ja, so eher. Dubst du jetzt auch mal? Nee, danke. Gibt's nicht. Nicht du. Ich werde hier doch nicht schlafen. Ketten. Natürlich brauche ich keine Kette, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Unterkörper-Piercings. Nein. Handgelenksbänder. Diamantenringe. Goldgräber. Alter, was hier alles gibt. Ah, ich erinnere mich, wenn man die Läden kauft, bekommt man, glaube ich, Geld. Ja. Man kriegt Geld. Ich habe mittlerweile nicht mehr genügend Geld. Saint-Thane? Gesundheit, meine Güte, na, nu geht's los. Ich entschuldige mich. Ganzer Rücken. Wir nehmen die Saints-Luxus-Uhr in eher silbrig. Hey. Get the fuck out of here! Ich war gerade dabei, mich anzukleiden. Könntet ihr aufhören, auf mich zu schießen? Warum schießen die eigentlich denn nicht auf dich? Na, weil die uns nicht mögen. Nee, ich wollte gerade diese schöne Armbanduhr kaufen in diesem tollen Silber. Und die Hauptfarbe durfte schon entweder schwarz oder selber Silber sein. Ich glaube, wir bleiben beim Silber. Ja, farbenfroh gibt's hier nicht. Farbenfroh ist ausverkauft, ja. So einfach ist das. Oh. Ich brauche noch eine Brille. Oh, Leute, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Wenn das mal nicht Laser ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, das sieht cool aus. Oh Gott, Pilotenbrille. Ach, welche Nähe? Oh, das ist ja so schwierig. Warst du eigentlich deine mit den runden Gläsern her? War das so ein DLC-Ding? Glaube nicht. Oder das ist das halt ein durchgespielt Ding? Nein, durchgespielt habe ich es auch nicht. Ich habe schon einmal durchgespielt, das ist aber ewig her. Ja, ich noch nicht mal das, aber ich habe schon wieder Feinde bei mir in der Nähe. Na gut, die wollen mich aber gerade nicht angreifen. Oh, das können sie sich jetzt gerne haben, ich habe ihn angerempelt. Wir nehmen schon ein bisschen heller hier. So. Und so, genau so machen wir das. Und ich muss anmerken, dass man schlauerweise meine Tattoos so gut wie gar nicht sieht. Das liegt daran, dass du dich wohl übelst angekleidet hast, wie blöd. Ich möchte das coolste Fahrzeug im ganzen Spiel klauen. Bleibst du stehen? Aha. Bleib stehen, Mensch. Ah, da habe ich den Wagen. Nee, die will ich alle nicht. Komm her, du. Nehmen wir den hier? So, jetzt fahre ich wieder zu dir. Jetzt. Also auf alle Fälle kaufen wir die uns mal. Die finde ich ganz hübsch. So, wo bist du denn? Ich glaube, so bleiben wir erstmal. So. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, ich bin praktisch schon wieder da. Ich muss anmerken, dass ich das männlich möglichste Fahrzeug genommen habe. Ich komme dir entgegen.
Ich bin in Feindesfarben gekleidet. Du bist gerade immer vorbei. Bei mir. Bei mir hängst du hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier so. Das Spiel hat leichte Synchronisationsprobleme. Park dir doch mal bitte, dann komme ich nämlich zu dir. Parke, das bist ist du ja das? Ach, das warst du, ja? Ja! Ich helfe dir mal hoch. Das schöne Mofa, du hast das schöne Mofa gespottet. Ach, das hier bist du, ja? Aber jetzt sehe ich dich wenigstens wieder und du bewegst dich wieder. It looked better with me on it. So, steigst du hinten auf? Ich brenne! Hinten aufsteigen. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade Feuer und Flamme für die Sache. Ich kann gar nicht hinten aufsteigen. Oh, das ist ja doof. Vielleicht kann man hier hinten aufsteigen. Der sieht aus wie ein Zweisitzer. Dann guck ich mal. Ja. So, ich wollte eigentlich gucken, was unser nächster Auftrag ist. Ja, such uns du uns doch mal deinen Auftrag aus. Ja, jetzt haben wir die Hälfte der Zeit schon wieder verplempert. Verplempert, ja, wir haben uns hübsch gemacht. Genau. Think I found us a new place. Pierce, you're supposed to be looking for Loren, not going house hunting. See, that's the beauty of this place. It's owned by the Morningstar. All right, I'm listening. The Morningstar has a big house downtown where they throw a big Auto. Party for their global contacts. And their real estate agent will be there. Real funny. Ja. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the ja, das hier. Ha. I'm game. This is Auto. The same thing downstairs until you can unlock the elevator for them to come up. Oh, wait. If I can't go up, then how? Lustiger. Oh. Right, penthouses. That's right. Meet me at the airport. Hey, so, boss. Ich finde das viel lustiger, wie wir bei hier drauf sitzen. Außerdem kann viel mehr schief gehen. Zum Beispiel, wenn ich frontal in einen reinramme. Das ist tatsächlich nicht mal so schlimm. Okay, das ging schneller als erwartet. Bei den Autos habe ich immer noch ein bisschen mehr Spielraum. Musst du immer alle Leute ärgern? Ja. Ja, das passiert dann halt. Du hast schon alle Waffen? Warum hast du eigentlich schon alle Waffen freigeschalten? Hä, wieso alle Waffen? Du hast ein Scharfschützengewehr. Das ist durchaus möglich. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Hi. Und ein Granatwerfer. Ob die Polizei uns das übel nimmt? Ich hab die ganzen Scheiß noch nicht. Ich muss mich hier hocharbeiten und du kriegst alles in die Wiege gelegt. Das ist ja unglaublich. Danke. Ja, warum hupen, wenn man auch schießen kann, ne? Der hat mir so lange gedauert, auch zum Ausweichen. Das war mir zu knapp. Hörst du auf? Das war knapper als gedacht. Was so. Machst du denn da? Was mache ich? Bei mir bist du gerade ein paar Autos reingefahren. Ich nicht. Fährst du nicht einfach weiter? Nein, nein. Wieso? Was? Du fährst schon noch, oder? Ja, ja. Gut. Ich bin jetzt am Flughafen. Ja, ja, okay, gut. Wo bist du? Ja, ja, ist okay, ich sitze noch bei dir hinten drauf. Das hoffe ich doch. Was genau ist eigentlich unsere Aufgabe? Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich habe aufgepasst, ich habe es aber schon wieder vergessen. Begib dich zum Flughafen. Ja, so weit, so gut. Wieso bin ich denn jetzt runtergefallen? Ich auch. Ja, keine Ahnung warum. Das hat es wohl nicht als Rampe zählen lassen, so wie von mir geplant. Ja, aber 500 Meter sind mir zu weit. Ich würde gerne weiterfahren. Halte ich für eine gute Idee. Wieso muss ich denn jetzt hier nach zurückfahren? Hä, bei mir nicht. Bei mir fährst du gerade falsch rum. Bei mir fahre ich richtig rum. Merkwürdig. There are maybe problems. Jetzt fährst du doch bei mir wieder richtig rum. Genau, ja? Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja, aber sie sind doch gerade rein! Was zum Teufel? Was? What the fuck? Das ist ja Chaos hier, das reinste Chaos. Was zum Teufel passiert hier? Ich weiß es nicht.
Oh, hübsch. Oh, daran erinnere ich mich. Ja, ich habe auch so ganz grobe Erinnerungen, dass es unser neues Hauptquartier sein wird. Aber das hat er auch gerade gesagt. Ja, aber ich will nicht, dass wir jetzt hier mit einem Fallschirmsprung hoch dürfen. Ich sehe schon ziemlich geil aus, ne? Aber ich auch? Ja. Dein Gesicht ist ein bisschen kantig. Halt, warte, die Musik. Alright, you're clear. Ich liebe es. Ab dafür. Abwärts? Ich brauche keinen Fallschirm. Was? Jetzt brauche ich einen Fallschirm. Komm schon. Na gut. Au. Kannst du nicht weit genug? Doch, ich habe schon bis zum Ziel geschafft. Jetzt bin ich oben, wo ich snipern kann. Ja, das war aber nicht das, der Plan. Sean, I'm in. As soon as I find someone with the elevator code, I'll unlock it. Just give the word, boss. Ich brauch dich übrigens im Gebäude. Ich probiere den zu auszuschalten, wie wir ausschalten sollen. Irgendwie will der nicht sterben. Alter, das ist mir sehr schwach. Oder der Typ robust. Hallo? Hä? Ich hab grad ein ganzes Magazin. Okay, ich geh runter. Ich hab grad ein fucking Magazin in ihn gepumpt. Okay, hier sterben die auch gerade nicht. Ah, jetzt. Jetzt haben sie verstanden, dass sie sterben müssen. Und ich bin auch irgendwie snarer dann tot. Alter! Ja. Sag mal. Ach, so schnappen. Viel besser. Oh, ich bin übrigens tot. Ja, genau. Ich komme! Au! Das war eine gute Landung. Aufgestanden. Ah. Töte ihn! Nein, wir sollen nur so schnappen. Achso, schnapp ihn dir. Really wanna play it like that? Fine, code's 3131. Just watch the jacket. Hey, wo kam das? Ah, da. Get anyone the fuck else out of here! Damn, Pierce picked a nice place for the crew. Erledigt. Wieso, wo sind eigentlich meine Waffen? Also, aber die Trophäe hat keine Munition mehr. Ah, hier rüber sollen wir. Wir gehen einfach mal hier durch. Ja, klingt noch ein Plan. Hier runter, okay. Nothing some explosives can't handle. Where'd you get off to? Ja, cool, ne? Look at all this shit. No way they're giving this up without a fight. Oh fuck! Lauf! Die Granate flog etwas ungünstig. Warum werden wir eigentlich bloß von deinen Granaten verletzt? Ja, damit es auch eine Herausforderung für dich ist. Ich merk schon. Ready to crash a party? We're coming up. Keep the door clear. Leute, es ist ja auch so. Ich merke es jetzt, dass es mit auch so ein Power ist, die Musik. No one beats a Saint. Das war ein guter Wurf. Ah, klar. Da lebt aber noch einer. Kam ja auch von mir der Wurf. Das sind unsere Leute. What's the plan here? Clean the rest of these bastards out of our new place. Easy enough. Wo geht's denn hier lang? Ah. Boss, guys are getting dropped off outside. For? So, meine Damen. How you do it? Party Crasher. Chopper. You looking for a reason? Ja. Die Betonung liegt hier leider auf Crasher. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. That's how the Saints fight. Dein Ernst? Ja, warum nicht? Krieg die Waffe weg! Ist ja unmöglich. Ups, da hab ich die falsch erschossen. Upsi. Ich geh da rein. Ups, die falsche. Okay, that. Let's do this. You know who you're fucking with? So, das war's. Sieht so aus, ne? How's it going, Shandy? Good news? We've cleared him out. Bad news.
The boys are saying this place is rigged to blow. Well, what? Shit. Where's that guy in the helicopter going? I bet he knows how to disarm this place. Then try not to kill him. Oh Gott, wie ging denn das? Was? So. Okay, Umschalt, okay. Ob's eine gute Idee, meinst du Steuerung und Umschalt? Genau. A und D schnelle Drehung. Ja, das haben wir ja gerade hinter uns. Wo bist du eigentlich? Bist du hinter mir? So hinter über dir. Ich mag mich entscheiden, ob ich höher oder tiefer fliege, eins von beiden, sonst fliege ich gegen Johnny, you got the place cleaned up yet? What do I look like, the damn maid? So that's a no then. We're sitting on a bomb here and you're making jokes. Someone needs a nap. Da ist er, da ist er. Ja, der ist uns auf unserer Seite, ne? Naja, nee. Na den... Nicht auf unserer Seite. Oh. Den sollen wir nur nicht töten. Ah. Weil der die Codes für irgendwas hatte. Die Selbstzerstörung oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch egal, ob es auch wir folgen ihm. Aber wollen wir in der nächsten Folge weiterfolgen? Ja, das ist eine gute Idee. Du meinst, wir machen hier Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Da ist er.